Und viele denken dann natürlich trotzdem immer noch, naja, aber wir müssen es ja essen, weil wir brauchen ja das Kalzium und wir brauchen ja das Eisen und so. Und das ist halt auch einfach ganz lange auch von der Industrie einfach vermittelt worden und es ist halt nicht so richtig. Also wir haben zum Beispiel in dunkelgrünem Blattgemüse viel mehr Kalzium als in Milch. Und das ist halt vielen einfach nicht bewusst. Herzlich willkommen bei Gedankendealer, eurem Podcast für das Dealen mit inspirierenden Gedanken rund um die berufliche und persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, Gesundheit und vielen weiteren Facetten des Lebens. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die die Welt mit ihrem Wissen oder mit ihrer Arbeit besser machen. Und einer dieser Gästinnen, nenne ich es mal, ist die wundervolle Antje Behrendt. Antje Behrendt ist Gesundheitsexpertin unter anderem für das Thema Ernährung. Sie arbeitet in dem Bereich sehr intensiv, hat unter anderem auch einen sehr erfolgreichen Foodblog, auch einen sehr erfolgreichen Instagram-Account und gibt da ganz vielen Menschen täglich Inspiration, gesünder zu leben, gesünder zu essen. Und mit ihr möchte ich ganz klar nochmal, denn ich betone nochmal, sie war vor einiger Zeit schon mal bei uns im Podcast und die Folge war sehr beliebt und ich dachte mir, das Thema müssen wir wieder aufgreifen. Deswegen ist sie heute wieder da. Und heute möchte ich mit ihr über das Thema natürlich vegane Ernährung sprechen, denn das war auch das Thema der letzten Folge. Gleichzeitig aber ein bisschen tiefer einsteigen. Zum einen, was ist passiert zu Corona, parallel zu Corona, wenn es um das Thema vegane Ernährung geht. Gleichzeitig aber auch noch mal ein bisschen in das Thema reinsteigen, was viele davon abhält, sich stärker vegan zu ernähren. Ja, es ist das Thema rund um, welchen Nährstoffmangel habe ich dann eigentlich, dass wir uns das genauer anschauen. Und ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr Themen, wenn vielleicht der ein oder andere dieses Jahr oder beziehungsweise ab nächsten Jahr dann einsteigen möchte, sich ja Veganer zu ernähren, dann können wir da auf jeden Fall zum Schluss noch mal ein paar Tipps von Antje abluchsen. Und da freue ich mich drauf und sage herzlich willkommen, liebe Antje. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich schon wieder dabei sein darf. Ja, schon wieder. Es ist ein Jahr her. Also Stimmt, ich ja. habe ich hab ja schon ein bisschen länger an dir gekratzt, aber du bist halt ausgebucht und hast viel zu tun. Bist ja auch Mama von drei Kindern. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz uns so ein bisschen abholen? Du bist jetzt, glaube ich, seit 20 Jahren vegetarisch, wenn ich das weiß, wenn ich das richtig weiß. Ja, ungefähr. Also ein ganz genaues Stichdatum habe ich, glaube ich, gar nicht. Ich habe auch ganz lange immer mal Ausnahmen gemacht. Gerade Weihnachten fällt mir das immer wieder ein, dass ich da, das war eigentlich so, glaube ich, der einzige Tag im Jahr, in dem ich wirklich dann auch mal früher Fleisch gegessen habe, weil das einfach immer so schön war. Das war halt Tradition, dass es dann bei uns irgendwie Ente gab und das wollte ich mir irgendwie nicht nehmen lassen. Und ich finde das auch eigentlich völlig okay, auch für Leute, die sagen, sie möchten vielleicht weniger oder gar kein Fleisch mehr essen, möchten aber auch sich nichts verbieten lassen. Und ich finde, das ist völlig okay, wenn man immer mal Ausnahmen macht, weil es kommt ja nicht auf einzelne Tage im Jahr drauf an, sondern eher das, was man den Großteil des Jahres über macht. Genau. Ja, Ja. und super, genau. Ich finde ich auch. Also ich finde auch, wir sind keine, die sagen 100% vollwertig und nur noch das, sondern gucken, was einem gut tut, aber trotzdem sich es genauer anschauen, ne? Genau, ja. Und du lebst seit ungefähr knapp 4 Jahren, glaube ich, weitestgehend vegan. Kannst du noch mal sagen, was war so dein Schlüsselmoment damals? Ja, das war eigentlich ganz witzig. Ich hatte ja dann diesen Foodblog auf Instagram gegründet und der war eigentlich vegetarisch. Aber ich hatte als Überschrift irgendwie mit dabei plant-based. Und für mich war die Definition von plant-based eigentlich, dass man sich überwiegend pflanzlich ernährt, aber eben auch mal Milchprodukte zu sich nimmt oder Eier oder so. Und dann habe ich mir gar nicht so richtig Gedanken gemacht. Dann habe ich plötzlich gemerkt, dass eigentlich alle, die mir folgen, vegan sind und das auch ein bisschen komisch fand, wenn ich plötzlich irgendwie Käse in meinen Rezepten hatte. Und dann dachte ich, okay, gut, wenn jetzt sozusagen meine Abonnenten alle vegan sind, dann mache ich jetzt halt nur noch vegane Rezepte, aber ich selber esse halt trotzdem ab und zu noch irgendwie vegetarische Sachen. Und dann habe ich aber nach und nach immer mehr damit aufgehört, weil ich mich einfach zunehmend vegan oder veganer ernährt habe. Und plötzlich haben mir die ganzen Sachen gar nicht mehr gefehlt. Und ich habe mir auch plötzlich Gedanken darüber gemacht und dachte, dass es ja völlig absurd ist, dass wir Kuhmilch konsumieren. Also, dass wir einfach als Menschen Säuglingsnahrung von anderen Lebewesen zu uns nehmen.
Und irgendwie, ich habe mich dann auch wirklich irgendwann ein bisschen davor fast geekelt und mir hat es auch nicht mehr so geschmeckt. Also selbst im Kaffee konnte ich mir vorher nie vorstellen, pflanzliche Milch zu verwenden. Und dann auf einmal hat mir das aber nicht mehr mit Kuhmilch geschmeckt. Also es war einfach wirklich eine neue, also als ob ich irgendwie neue Geschmacksnerven entwickelt hätte oder so. Und plötzlich hat mir das alles nicht mehr geschmeckt. Und dann hat es nach und nach aufgehört. Und dann habe ich mich selber dann eigentlich nur noch vegan ernährt. Ja. Und ja. Spannend, was du sagst, weil das ging mir am Anfang, dachte ich auch, ich kann das nicht weglassen im Kaffee. So diesen Latte Macchiato oder diesen Cappuccino mit normaler Kuhmilch, das kann doch nicht funktionieren. So war es bei mir auch. Und das hat sich aber nach und nach wirklich komplett gedreht. Und ich weiß noch, wie ich dann auch manchmal auf, als man noch zu Veranstaltungen fahren konnte, also vor Corona quasi, da gab es dann ja häufig so Hotels, haben ja häufig bis vor einer gewissen Zeit gar nicht so viel vegane Milch im Angebot gehabt. Und dann musste ich immer meinen Kaffee mit so normaler Milch trinken. Und das war wirklich, ich mochte das dann auch irgendwann nicht mehr. Also es hat sich wirklich so mit der Zeit gewendet. Ja, es ist Ja. interessant. Ja, Ja. ja, spannend. Jetzt nehmen wir den Podcast gerade Ende 2020 auf. Das Jahr 2020 war in vielen Aspekten, glaube ich, für uns alle, wie auch immer es jeden betroffen hat, aber trotzdem hat es was mit uns allen irgendwie gemacht. Und ja, jetzt ist, was das Thema vegane Ernährung angeht, so habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl, und auch viele Zahlen spiegeln das wieder, dass das nochmal zugenommen hat in diesem Jahr. Es kann sein, dass sich das vorher schon so ein bisschen, ja, das Fundament sich vor Corona schon gelegt hat und es gar nicht unbedingt so viel mit Corona zu tun hat. Es kann aber auch sein, dass ein Bewusstsein mehr entstanden ist, sodass viele Menschen jetzt vielleicht auch mehr noch auf die Ernährung achten. Wie hast du das Gefühl? Was hat sich so auch, was das Thema vegane Ernährung angeht, so durch Corona oder parallel zu Corona verändert? Auf jeden Fall. Also ich habe auch gemerkt, so ich mache ja Ernährungsberatungen auch und eigentlich wirklich gefühlt jeder zweite Kunde oder sogar noch mehr. Also ich gehe ja eigentlich immer davon aus, dass die sich nicht vegan ernähren. Und inzwischen ist es schon so, dass ja wirklich jeder zweite ungefähr sagt, er isst eigentlich gar keine tierischen Produkte mehr. Und das kam jetzt während der Corona-Zeit noch mal extrem dazu. Vorher war das so. Es war mir dann immer fast schon peinlich, wenn ich denen so ein bisschen dabei helfen wollte, dass sie vielleicht den Konsum von tierischen Produkten zumindest ein bisschen reduzieren, einfach aus gesundheitlichen Gründen, weil gerade diese extrem eiweißbetonte Ernährung, die man ja eigentlich so als Schlankmacher Ernährung und so weiter ansieht, hat halt irgendwie auch ihre Nachteile, weil das ja immer im Gesamtpaket kommt und man dann eben über diese Milchprodukte und Fleischprodukte eben auch sehr, sehr viele ungesunde Stoffe zu sich nimmt, auch wenn natürlich das Eiweiß sehr hochwertig ist, was da drin ist. Aber man muss eben dann auch wieder sehen, dass auch sehr viele schwefelhaltige Aminosäuren zum Beispiel drin sind, die dann wiederum den Organismus ansäuern, also und dadurch eben der Säure-Base-Haushalt durcheinander gebracht wird, die uns Enzyme dann eben das falsche pH-Niveau haben und dadurch nicht so gut arbeiten können. Und solche Sachen, die eben oft dann gar nicht berücksichtigt werden, weil es geht dann meistens wirklich nur darum, dass man eben Fett reduziert und Muskelmasse aufbaut. Und das kann man aber eben auch sehr gut mit pflanzlicher Ernährung. Ich habe jetzt auch so viele tolle Beispiele an Ernährungskunden, wo ich wirklich dann dachte, wow, also die haben einfach so eine perfekte Körperzusammensetzung, obwohl sie sich vegan ernähren, was man ja früher immer dachte, na, vegane Ernährung, okay, aber dann hast du ja kein Eiweiß, dann wirst du ja kriegst du ja irgendwie total viel Fett und Fettanteil und wenig Muskelmasse. Und das stimmt halt gar nicht. Das kommt einfach wirklich darauf an, wie man sich ernährt, wenn man sich dann ganz bisschen auskennt und das die Lebensmittel eben geschickt konsumiert, also kombiniert und da ein bisschen drauf achtet, dann und verschiedene Eiweißquellen nutzt, dann ist das überhaupt nicht so. Und zumal man dann natürlich ein bisschen Sport auch machen sollte, um die Muskeln auch ein bisschen immer wieder zu aktivieren. Und kannst du das so ein bisschen statistisch, sagen, wie viel deiner Kunden so schon jetzt sich mehr darüber Gedanken machen hat? Also ich würde sagen, mindestens die Hälfte und vorher bestimmt nicht mal ein Viertel. Also das nimmt echt extrem zu. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch daran liegt, dass wir in Berlin wohnen. Vielleicht wäre das anders, wenn ich irgendwie in Bayern eine Ernährungsberatung machen würde. Das weiß ich nicht. Aber ja. Ja, interessant. Ja, ich meine, was wir dieses Jahr ja auch hatten, war unter anderem der große Fleischskandal oder überhaupt die Situation bei Tönnies, was viele, glaube ich, nochmal nachdenklicher gemacht hat. Dann, ich
sind ja alles nur irgendwelche Theorien und ob bis jetzt der Impulsgeber oder der letzte Impulsgeber für Menschen war, aber es hat zumindest irgendwo ein bisschen nachdenklich gemacht. Auch die Situation, dass wir in China beispielsweise die vermeintliche Ursache des Covid-19 mit auch Tieren, die ja vielleicht da gar nicht hingehörten, weil sie eigentlich in eine andere Flora-Fauna-Umgebung gehören, dass da auch vielleicht ein bisschen Zusammenhang besteht, weil der Mensch sich da eben zu doll einmischt, auch in das Naturverhalten. Also zumindest habe ich das auch ab und zu mal so in Diskussionen gehört, dass sie darüber ein bisschen stärker auch allgemein über unser Verhalten Tieren gegenüber und auch den ganzen Bedingungen und auch klar, wenn man Tönnies irgendwie da die ganzen Nachrichten gehört hat, ging es ja nicht nur darum, dass die Menschen dort eben mit Corona infiziert waren, die dort arbeiten, sondern auch, was es für Arbeitsbedingungen waren und wie dann letztendlich auch Tiere geschlachtet werden, aber auch was das für eine Basis ist, um Lebensmittel zu produzieren. Ja. Also da spielte ja total viel mit rein, nochmal so viele Denkanstöße auch zu bekommen in diesem Jahr, was natürlich, glaube ich, bei vielen auch dazu geführt hat, ein bisschen stärker auch nochmal das Bewusstsein zu schärfen. Ja, ich glaube auch, dass vielen einfach früher wirklich nicht bewusst war, auch wie viel Tierleid eben zugefügt wird. Und Ja. viele dachten, ja gut, wenn ich Biofleisch kaufe, dann leben die ja alle total glücklich auf dem Bauernhof und sind immer Ja. draußen. Und das ist halt einfach nicht so. Ich glaube, ich habe neulich gelesen, dass irgendwie nur 2% des Ja. in Deutschland angebotenen Fleisches wirklich Bio ist. Und alles Ja. andere stammt eben aus dieser Massentierhaltung, die ja dann auch noch zusätzlich schlecht gefüttert werden und dadurch das Fleisch auch gar nicht die Qualität hat, die wir eigentlich gerne hätten. Also Ja. das ist, glaube ich, jetzt auch vielen viel, viel bewusster geworden. Und das merkt man auch wirklich. Ja. Ja. Ja, und das ist, finde ich persönlich, ich finde es schön, weil es war sonst immer so ein bisschen mehr dieses, ja, die aufs Fleisch verzichten und die Fleisch essen. Und jetzt ist so mehr so, hey, lass uns ein Stück weit mehr an einem Strang ziehen. Es gibt immer noch genug Sprüche, gerade auch zwischen den Generationen, aber ich glaube, dass so langsam so ein Konsens entsteht, so kann es zumindest nicht weitergehen. Ja, In und vielen, ja. ich glaube, es kam auch früher immer noch dazu, was bei mir selber auch ehrlich gesagt mal so war, dass ich halt Veganer auch fast ein bisschen belächelt habe und immer dachte, ach, das sind so Ökos, die laufen nur mit Ja, Birkenstockschuhen rum und genau. irgendwie, ne? Und inzwischen kennt man halt so viele, die völlig normal sind, die richtig gesund sind. Ich trage Birkenstock, ja. Also jetzt gerade nicht, jetzt habe ich Hausschuhe an, ehrlicherweise zu Hause. Aber ja, nee, aber klar, Genau. ja, also dieses alte Klischee, was man im Kopf hatte, ne? Ja, Und ja, genau. die meditieren auch noch die ganze Zeit, Ja, sitzen genau. barf laufen barfuß im Sommer rum. Genau, aber ja, vielleicht hat, ja, spannend. Ja, Aber es hat sich gelockert, ne? Das ist inzwischen ein bisschen total. cooler, Ja. ja. Und Ja, es auch gibt ja auch, viele, ja, viele sag du. Sportler finde ich auch, also auch Ja. Hochleistungssportler, die dann auch öffentlich eben bekannt geben, dass sie vegan sind und bei denen man eben sieht, dass sie eben eine extreme Leistung einfach bringen und Ja. die dann auch selber sagen, es hat sich nochmal gesteigert, als sie dann die Ernährung umgestellt haben. Das finde ich eben auch spannend, ne? Dass sie einfach Woran liegt es? schneller, ja, wahrscheinlich einfach, weil sie schneller regenerieren können. Also die ganzen Antioxidantien und so, die sie ja dann in höheren Mengen zu sich nehmen, helfen dabei natürlich. Aber auch letzten Endes, wenn man die Proteinquellen geschickt kombiniert, dann hat man eben insgesamt sogar hochwertigeres Protein, als wenn man eben quasi Billigfleisch zu sich nimmt, ne? Also halt, ja. Und wahrscheinlich auch viele Ballaststoffe, die vielleicht nochmal eine andere Energie, einen anderen Energievorrat liefern. Auf jeden Fall. Also die Darmgesundheit spielt da eben auch eine große Rolle. Auch im Hochleistungssport wird das immer mehr auch anerkannt und auch gesehen und auch in Studien festgestellt, dass die also leistungsfähiger werden, wenn sie zum Beispiel Probiotika nehmen oder so. Und wenn man natürlich viele Ballaststoffe isst, dann füttert man ja die guten Bakterien, die im Darm schon vorhanden sind, dass die sich eben weiter vermehren können und die schlechten dann eher ausgedünnt werden. Und das macht sich natürlich auch auf die Leistungsfähigkeit bemerkbar, ja. Ja, cool. Ja, es ist alles, was so nach und nach nachrutscht, ne? Und was ich dies ja auch noch, das wollte ich kurz noch, das hast du wahrscheinlich auch gelesen, das fand ich mega cool,
dass Rügenwalder ja eigentlich, also ich will jetzt keine Werbung machen, aber es ist einfach nur ein Beispiel dafür, dass Firmen, wie Firmen sich jetzt auch schon seit einiger Zeit verändern und wie sich da auch der Markt verschiebt. Rügenwalder war ja vorher so der typische Wurstlieferant und die haben ja seit einigen Jahren dann angefangen, vegetarische und auch vegane Wurst eben anzubieten, Wurst in Anführungsstrichen. Und dieses Jahr haben die das erste Mal mitteilen können, dass sie mehr Umsatz mit vegetarischen und veganen Produkten machen können als mit Fleischprodukten. Und das finde ich auch schon mega cool. Vor allen Dingen, weil es einfach wirklich ein großes Unternehmen ist, was vorher eine ganz klare tierische Positionierung hatte, ne? Also ist Ja, auch echt das ist echt sehr, sehr spannend. spannend. Ja, ich finde es Also ich spannend glaube, und Deutschland ist jetzt sogar auf Nummer eins, zumindest in diesem Jahr, was die veganen Ersatzprodukte angeht. Das finde ich auch echt spannend. Also ja. Wahnsinn, Ja, ja. ich habe gestern, wo war das? Gestern habe ich es irgendwo auch gelesen, dass es gibt irgendwo ein Rewe. Wir machen hier alles unbezahlte Werbung, ja. Also es gibt einen Supermarkt. Also es war auf jeden Fall ein Rewe irgendwo irgendwo bei Köln oder Düsseldorf. Der bietet wohl extrem lange Reihen an also der hat ganz riesige Regale mit veganen und vegetarischen Produkten, sodass da, um einfach mal auszuprobieren, wie wäre es, wenn es eben dort kein Fleisch gibt. Also es gibt irgendwo einen, der probiert gerade dieses Konzept aus und er ist wohl sehr überlaufen, aber vielleicht auch, weil es jetzt erstmal so ein Hype ist, zu gucken, wie funktioniert das dann. Aber die probieren auch gerade aus, da Fleisch komplett wegzulassen. Das finde ich auch sehr spannend mal. Ja, das ist Zumindest, echt ja. cool, Ja, ja. sehr cool. Sehr cool. Jetzt sind wir trotzdem noch, gibt es immer noch mal so viele Diskussionen. Wir hatten das, das erlebst du wahrscheinlich auch dann, wenn du Ernährungsberatung machst, dass viele Menschen, ah ja, aber wenn ich jetzt komplett wechsle, wie ist es dann? Da habe ich ja dann Nährstoffe, die ich dann nicht genug habe und so weiter. Was erlebst du da? Erlebst du da Sorgen? Erlebst du da immer, also sehr stark dieses, ah, das ist eine große Hürde, deswegen traue ich mir nicht, mich stärker pflanzlich zu ernähren? Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich sehr oft. Also auch in der Apotheke zum Beispiel im normalen Beratungsgespräch, dass zum Beispiel besorgte Eltern kommen und sagen, ja, meine Tochter möchte sich jetzt vegetarisch ernähren, und dann brauche ich jetzt ein Vitaminprodukt, damit sie dann überhaupt versorgt ist und so. Schon sehr viel. Und ich finde auch gut, dass die Leute sich darüber Gedanken machen. Was mich natürlich stört, ist, dass das immer nur gesehen wird, dass eben es eine Mangelernährung ist, was ja so jetzt auch nicht stimmt, weil man eigentlich auch ganz, ganz viele Vitamine, zumindest wenn man es natürlich vollwertig durchführt und eben sich das gut zusammenstellt, dann ist es eher so, dass man eigentlich eine höhere Nährstoffdichte hat insgesamt. Aber natürlich fehlen trotzdem oder fehlen oder sind manche einzelnen Nährstoffe dann tatsächlich in etwas geringerer Menge vorhanden, wie vor allem B12, das weiß, glaube ich, jeder. Und es gibt aber auch ganz viele Nährstoffe, die eben bei allen Ernährungsformen zum Mangel führen können, oder eben auch bei einer Mischkost sogar ein größerer Mangel besteht als bei einer veganen Ernährung. Also bei vielen Nährstoffen sind Veganer oder Vegetarier sogar teilweise viel besser versorgt. Und das wird, finde ich, immer oft ganz unter den Teppich gekehrt. Und das finde ich eigentlich immer ein bisschen schade, weil eigentlich müssten die Leute sich auch Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Oder eben auch mehr auf eine vollwertige Ernährung achten oder eben einen höheren Anteil einfach an pflanzlichen Lebensmitteln zusätzlich zu dem Fleisch oder zum Fleisch halt, ja, Ja, genau. das wird auch so ein bisschen falsch suggeriert. Ich war vor kurzem bei einem Drogeriemarkt und habe dann gesehen, es gab eine ganze Reihe mit Nahrungsergänzungsmitteln speziell für Vegetarier oder sich vegan Ernährende. Und es gab aber nichts für welche, die sich noch normal, also mischköstlich ernähren quasi. Ja. Und damit ist ja schon irgendwie klar, also die eine Ernährungsform, die macht alles richtig, da kriegst du alles und mit der anderen eben nicht. Und das ist irgendwie, das wird ja auch schon falsch damit vermittelt, ne? Genau, also ja, eigentlich schon, wobei ein bisschen recht haben Sie ja, weil es ist ja so, dass also Fleischprodukte, da kommen ja quasi Nahrungsergänzungsmittel mit rein, weil einfach in das Tierfutter bestimmte Nährstoffe reingemischt werden, bei denen man eben weiß, dass ansonsten eine Mangelernährung in ganz Deutschland herrschen würde. Und da zählt zum Beispiel Selen dazu, Jod dazu, Vitamin B12 auch, weil das wird ja auch nicht von den Tieren selber hergestellt, sondern es wird eigentlich von Bakterien produziert, sodass es normalerweise auch nicht im Tier in so großen Mengen enthalten wäre, außer bei Wiederkäuern, die das eben dann tatsächlich für sich selber im Darm produzieren und wieder auch aufnehmen können. Und ansonsten, genau,
Das ist, finde ich, eben ganz wichtig, dass man einfach schon sich Gedanken macht und weiß, okay, die und die Nährstoffe werden normalerweise dem Tierfutter zugemischt. Und deswegen muss ich, wenn ich mich komplett tierfrei oder ohne tierische Produkte ernähre, muss ich diese Nährstoffe mir irgendwie überlegen, wie ich die zu mir nehme. Entweder über Lebensmittel, die eben eine besonders hohe Menge davon haben. Und da gibt es ja einige, eben außer das Vitamin B12, das muss man dann tatsächlich über Tabletten einnehmen. Und alles andere könnte man sogar abdecken ohne Tabletten. Ich habe jetzt auch vor kurzem irgendwo, das war das Bundesinstitut für Risikobewertung, hatte auch einen Bericht, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, rausgebracht, dass auch gerade zum Thema vegane Ernährung, dass Vitamin B12 interessanterweise auch in der Studie kaum noch ein Problem ist. Weil einfach viele das wissen und sich dementsprechend auch so verhalten. Da haben die eben auch Mischköstler untersucht und auch Vegetarier untersucht. Und da kam auch eben, dass jede Gruppe wirklich ihre Probleme hat. Ich glaube, das weißt du besser als ich. Ich versuche das mal selber auf dem Schirm zu kriegen. Aber die Vegetarier haben, glaube ich, mit B12 zum einen häufig ein Problem, weil sie das gar nicht wissen, dass sie selber auch ein Problem damit haben, weil das immer nur den Veganern untergejubelt wird, ne? Genau, und bei den Mischköstlern war es, glaube ich, B9 und Vitamin E oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. Vielleicht kannst du das nochmal? Ja. Genau, Vitamin E ist ja viel auch in pflanzlichen Ölen enthalten oder in Nüssen, die dann ja oft bei einer Mischkost zwar auch gegessen werden, aber oft in etwas geringerer Menge. Das ist dann tatsächlich so. Und Vitamin C, auch wenn man da gar nicht so das auf dem Schirm hat, aber das ist, es gibt dann so eine. Wie heißt es? Vergessen jetzt. Hier ist auf jeden Fall, hat man da mal so eine Studie gemacht und einfach mal auch alle bei verschiedenen Ernährungsformen geguckt, wie die Versorgung ist. Und da hat man eben gesehen, dass gerade bei den Mischköstlern die Vitamin C-Versorgung gar nicht so gut war, wie man immer denkt. Also man denkt ja, Vitamin C-Mangel gibt es eigentlich gar nicht mehr, aber gibt es eben doch. Das ist halt auch, ist halt einfach in Fleisch nicht enthalten oder in tierischen Produkten, sondern wirklich ausschließlich in pflanzlichen. Genau, das sind so ganz wichtige, überleg Aber gerade. also dann haben Mischköstler das, also Mischköstler heißt ja eigentlich, dass ich mich gemischt ernähre, was ja nicht immer ganz so ist, sondern da wird ja manchmal auch zu viel Fleisch konsumiert oder zu viel tierische Produkte. Dann könnten die das Potenzial haben, so ein Skorbut wieder zu entwickeln. Also gut, das ist natürlich schon eine sehr überspitzte Variante, Also aber. theoretisch ja, ne? Wenn die wirklich jetzt, wenn man sich es gibt ja zum Beispiel jetzt auch gerade diesen Trend wieder zu einer Carnivore-Diät, wo man dann wirklich eigentlich nur Fleisch isst und das ist dann, da müssten die dann tatsächlich auf jeden Fall hochdosiert Vitamin C einnehmen, weil dann ja, können sie es eben gar nicht zuführen. Man kann es halt nicht selber herstellen. Es gibt ja Tiere, die Karnivore sind und die sich eben ihr Vitamin C selber herstellen können. Das können wir halt nicht. Deshalb also müsste man dann eben schon gucken. Oder auch, ich habe neulich mal wirklich vom Kind gehört, das halt wirklich Skorbut hatte in Deutschland, weil das einfach kein Gemüse und kein Obst gegessen hat. Also Krass. das kommt jetzt tatsächlich auch schon auch ab und zu doch vor, auch wenn man denkt, das gibt es gar nicht mehr, die Krankheit. Aber ja. Wollen wir mal einmal zusammenfassen? Also, wenn ich mich vegan ernähre, auf welche Vitamine muss ich in der Regel achten? Das ist zum einen B12, das wissen viele. Dann ist es Jod, was aber eher Jod ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, fast über alle Ernährungsformen oder so gut wie, Ja, ne? also beim Jod genau ist es so, ist eigentlich bei allen. Es ist aber wirklich in Fleisch mit enthalten, einfach weil das Fleisch, also über das Futter für die Tiere eben substituiert wurde. Und natürlich über Jodsalz, wobei es ist halt so, wenn ein Veganer seinen Jodbedarf nur über Salz decken möchte, dann müsste er die doppelte Menge an Salz essen, die eigentlich empfohlen wird. Und zu viel Salz führt dann wieder dazu, dass man Bluthochdruck entwickeln kann und auch die Magenkrebsrate sich erhöhen kann. Und deshalb würde ich natürlich nicht empfehlen, jetzt deswegen mehr Jodsalz zu essen, sondern eher, dass man dann die Hälfte und also die Hälfte des Salzbedarfs über Tabletten dann deckt. Das ist einfach die sicherste Quelle. Man könnte auch, wenn jemand sagt, er möchte unbedingt alles nur natürlich abdecken, dann könnte er das über Meeresalgen machen. Die haben einen sehr hohen Jodgehalt. Das Problem ist allerdings, dass die Werte da so stark schwanken und es dann sogar sein kann, dass man es eben auch extrem überdosiert. Und das ist dann halt bei solchen Spurenelementen auch wieder gefährlich irgendwann. Also mal jetzt das mal für
ein, zwei Tage mal zu überdosieren, ist kein Problem. Aber wenn man das natürlich dauerhaft macht, kann das dann auch wieder schlecht sein. Ne? Also deshalb die sicherste Quelle ist einfach über Tabletten. Und ich finde es jetzt auch nicht, also viele denken, finden das halt so unnatürlich, aber dem Körper ist es ja eigentlich egal, woher er das nun bekommt. Hauptsache, er bekommt es. Und das ist, glaube ich, bei vielen immer noch so in den Köpfen drin. Ach, das ist ja so unnatürlich und es wird dann nicht richtig aufgenommen vom Körper und wirkt dann anders im Körper. Und das weiß ich. Also, das ist eigentlich Quatsch, weil dem Körper ist es egal. Das Jod ist halt Jod. Also, Ja, ja. und parallel am besten eine Cola trinken dazu. So, also Genau. ich will nur natürliche Sachen. Ja, Ja, Entschuldigung genau. für Also, den Spruch. Ja. und dann halt, Ja. genau, B12, das weiß, glaube ich, wirklich jeder. Aber wie du schon gesagt hast, bei Vegetariern ist immer interessant, dass die das nicht so auf dem Schirm haben, dass sie das aufnehmen sollten, weil nur über Milch und Eier nimmt man da extrem wenig zu sich. Und leider ist es ja auch so, dass die wenigsten Produkte angereichert sind mit B12. Also es gibt ja ein paar vegane Milchsorten, die halt B12 dann enthalten. Aber da muss man dann eben gucken, ob man da ausreichende Mengen dann zuführt. Da müsste man ja jeden Tag irgendwie einen Liter trinken oder so, um das eben dann auch, dass das dann als einzige B12-Quelle ausreicht. Dann ist Vitamin D für alle natürlich wichtig. Egal wie man sich ernährt, selbst wenn man Fisch isst, braucht man trotzdem im Winter Vitamin D. Das sieht man auch immer wieder. Da machen wir auch selber Messungen in der Apotheke und ich bin da echt immer erstaunt. Selbst die, die Tabletten einnehmen, haben meistens trotzdem noch einen Mangel, weil die einfach viel zu wenig nehmen. Also die offizielle Empfehlung ist halt auch viel zu gering. Also es sind ja so 800 bis 1000 internationale Einheiten für einen Erwachsenen. Und wenn man sich Pro überlegt, Tag, dass, ne? genau, wenn man sich überlegt, dass ein Säugling schon 500 bekommt, es ist ja eigentlich schon logisch, dass ein Erwachsener dann nicht nur etwas weniger als das Doppelte nehmen müsste. Also deshalb müsste man da eben drauf achten. Genau, dann ist ganz wichtig Omega-3. Das ist auch bei vielen, also viele denken halt, dass sie Omega-3 einfach über Nüsse abdecken können oder über Öle, bei denen draufsteht, Omega-3 haltig oder so. Das Problem ist aber, dass wir über die Öle und über die Nüsse einfach immer nur die Vorstufe zu uns nehmen von diesen ganz wichtigen Omega-3-Fettsäuren von der DHA und EPA. Und da können wir halt nur so 1 bis 10% umwandeln in diese EPA und DHA. Und die kommen halt in der Form, also als EPA oder DHA, nur in also in Meeresalgen vor oder eben auch dann im Fisch, weil die Fische eben die Algen essen. Und deshalb ist halt wichtig, dass wenn man sich jetzt vegan ernährt, dass man dann entweder ein Algenöl zu sich nimmt oder, ja gut, über Algen wird man es auch kaum abdecken können, wenn man viele Algen isst oder so. Das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Aber dass man das eben auf dem Schirm hat, dass man da einfach jeden Tag dann so, das ist nur ein Teelöffel, den man da am Tag nehmen sollte. Aber das ist halt. Aber gilt das auch für Mischköstler? Genau, eigentlich schon. Also man könnte das Ja. theoretisch über Fisch abdecken, aber da müsste man jeden Tag Fisch essen. Also und auch nicht gerade kleine Mengen und auch wirklich fetten Seefisch. Kommt auch noch dazu, dass der Fisch dann je nach Ernährung, gerade so, gibt ja auch viele Fische dann aus Zuchtfarmen und die werden dann auch teilweise wieder falsch ernährt, sodass der Omega-3-Gehalt viel, viel geringer ist als bei Wildfisch. Und dann kommt noch dazu, dass die eben teilweise sehr stark pestizidbelastet sind, sodass man, wenn man jetzt wirklich da, sich dafür entscheidet, ganz, ganz viel Fisch zu essen, dann kann es sein, dass man sich dann wiederum mit Pestiziden belastet und das dann auch wieder zu Krankheiten führt. Also deshalb ist eigentlich sogar die sicherste Quelle dann irgendwie dieses Mikroalgenöl oder wenn man jetzt sich mischköstlich ernährt, kann man natürlich auch Fischöl nehmen, wobei das eben von der Qualität her das Gleiche ist und nachhaltiger wäre eigentlich das Mikroalgenöl. Genau. Okay, super. Mache ich. Also ich habe so eine Kapsel, Sehr so eine gut. vegane Kapsel von Algen irgendwas drin. Ja. Sehr gut. Ja, dann Und ja, sag nur noch mach ganz du. kurz wegen der Nährstoffe. Eisen ist auch noch immer so, ist glaube ich auch vielen immer bekannt. So gerade bei Vegetariern sagt man ja auch immer so, ja, die sind ja so blass, weil sie nicht genug Eisen zuführen und so. Und das ist natürlich auch so, dass gerade in rotem Fleisch hat man auch ein bisschen mehr Eisen drin. Aber die wenigsten essen ja überhaupt dieses rote Fleisch, sodass Eisenmangel sogar auch bei Mischköstlern relativ häufig vorkommt und gerade auch bei Vegetariern. Und bei Veganern
Geht sogar. Also ich hatte ja in den Schwangerschaften immer meine Eisenwerte überprüfen lassen und die waren immer total erstaunt und dachten, ich nehme irgendwie Eisentabletten ein oder ich esse ganz viel Fleisch oder so, was halt beides nicht gestimmt hat. Also ich habe fast noch nie Eisentabletten genommen. Und das ist einfach so, erstens, der Körper kann irgendwann Mechanismen entwickeln, dass er einfach mehr Eisen aus der Nahrung rausziehen kann, selbst wenn das Angebot ein bisschen geringer ist vielleicht. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man eben über Kombination, also zum Beispiel, wenn man was Eisenhaltiges wie Vollkorn oder Nüsse oder so isst, dass man das kombiniert mit Vitamin C, mit organischen Säuren, mit Zitrone zum Beispiel oder so, oder mit, oder durch Kochen wird es auch verbessert oder durch Fermentieren. Also es gibt verschiedene Mechanismen, mit denen man einfach das Eisen schon mal aufschließen kann, sozusagen, dass der Körper einfach dann auch das besser, dass ihm das besser verfügbar gemacht wird und dadurch Aber dann auch. das Eisen aus Nahrungsmitteln dann, nicht aus Genau, Ergänzungsmittel. aus Nahrungsmitteln, ja, genau. Also, dass man dann oft gar nicht in Mangel kommt. Und interessanterweise ist es so, dass zum Beispiel Schwangere auch so diesen Mechanismus haben, dass sie mehr Eisen aufnehmen können, auch wenn das Angebot relativ gering ist und so. Und so ähnlich ist auch beim Zink. Das ist ja auch so ein Nährstoff, der bei einer veganen Ernährung manchmal ein bisschen als kritisch angesehen wird. Aber da gibt es eigentlich so ähnliche Mechanismen wie beim Eisen. Das ist auch ganz interessant. Genau. Dann wäre Selen, finde ich, noch ganz wichtig, dass man das auch substituiert. Einfach so, Bei muss jetzt wem? Bei vegan? bei vegan, genau. Aber man hat auch gesehen, bei fast allen Ernährungsformen ist da oft ein Mangel da. Und das ist halt auch ganz wichtig für das Immunsystem. Auch gerade jetzt in der Corona-Zeit würde ich das jedem empfehlen, das einfach in nicht zu hoher Dosis, aber vielleicht so 50 bis 100 Mikrogramm am Tag einzunehmen. Das hilft halt dem Immunsystem auch extrem. Also genau. Und dann einfach auf das Nahrungsergänzungsmittel hinten gucken, wie viel Mikrogramm habe ich drinne. Ansonsten nochmal gibt es einzelne Präparate, die nur Selen haben? Ja, genau. Man kann auch einzeln Und was Selen ist, kaufen. und was wäre ein Genau. Lebensmittel, was es dann enthält? Also es ist in Steinpilzen ist wohl relativ viel Selen enthalten und auch in Paranüssen, wobei das Problem ist, dass es auch je nach Anbaugebiet kann das bei Paranüssen so stark schwanken, dass man entweder eine Überdosierung hat oder eine Unterdosierung. Das kann halt ganz schnell passieren. Deshalb ist hier auch wieder wie beim Jod die sicherste Quelle eigentlich, dass man es über Tabletten macht. Ja. Okay. Naja. Ja, ich supplementiere ja auch, was das Zeug hält. Also zumindest jetzt sowieso in dieser, wo das Immunsystem ja auch ordentlich funktionieren muss, da bin ich da, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer. Also von Ja. daher bin ich ein Fan. Also ja, also wie du sagst, da hat man häufig so genau die richtige Dosierung, die man eben auch braucht, und schleppt nicht irgendwie wie beim Fischessen noch sonstiges mit in seinen Körper hinein. Von daher sollte man da immer genau selektiv sein, bei Ja. welchen Nahrungsergänzungsmitteln oder auch bei welchen Spurenelementen und Vitaminen macht es auf jeden Fall Sinn, eher eben dann das als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Ja, Genau, ja. cool. Also jeder sollte auf jeden Fall, empfiehlt zu jedem dann, egal wie er sich ernährt, regelmäßig seine Blutwerte kontrollieren zu lassen? Oder du machst es ja auch bei dir in der Arbeit. Was misst du? Misst du die Blutwerte oder auf welcher Ja, Basis genau. arbeitest Also du? ich mache es meistens so, dass ich so alle 1 bis 2 Jahre mal beim Arzt richtig einen Check mache und einfach bestimmte Nährstoffe, die ich ihm dann auch sage, überprüfen lasse. Gerade so die bei einer veganen Ernährung dann vielleicht auch mal kritisch sein könnten. Aber da habe ich immer sehr, sehr gute Werte. Deshalb, ich werde es vielleicht bald auch den Rhythmus dann doch noch verlängern, weil ich einfach denke, irgendwie, man kriegt ja irgendwann ein Gespür dafür, was man essen muss, welche Mikronährstoffe man vielleicht ergänzen muss. Und ich glaube, das Gefühl habe ich jetzt so langsam. Und was ich aber trotzdem auch gerade im Winter regelmäßig überprüfen lasse, ist Vitamin D oder mache ich halt selber in der Apotheke. Wir haben da so Schnelltests, die dann auch irgendwie nach 15 Minuten schon das Ergebnis anzeigen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und da bin ich dann auch immer erstaunt, weil ich nehme eigentlich Vitamin D auch in sehr hoher Dosis und trotzdem kommt es immer mal vor, dass die Werte dann zwar im ganz guten Bereich sind, aber auch nicht so hoch, wie ich es gerne hätte. Und da merke ich dann immer, das ist halt wirklich so, auch wie man, ich lese es ja auch immer, dass man eben einen Speicher hat für maximal 3 Wochen und wenn man
dann aber das öfters mal vergisst, dann geht er ja auch innerhalb dieser Zeit schon weiter runter. Und man denkt dann immer, ach egal, jetzt habe ich es vielleicht mal 1, 2 Tage vergessen, aber eigentlich sollte man die Dosis dann sogar nachholen. Also das ist auch okay, wenn man dann einfach sagt, gut, jetzt habe ich vielleicht 3 Tage vergessen, dann nehme ich halt einfach die dreifache Dosis. Das ist dann okay, Okay. gerade bei Vitamin D, weil das ja auch fettlöslich ist und dann, ja, kann man das wieder. Okay. Okay. Da muss ich mal auch zu dir kommen, mich mal checken lassen hier. Ja. Ja, gut, also das ruhig einmal im Jahr oder alle 6 Monate, egal, weil es gibt ja auch immer unterschiedliches Essen. Das Essen ist ja auch das Obst und Gemüse ist ja auch immer ein Stück weit regional. Das heißt, es verändert sich ja auch, was wir aufnehmen. Ja. Gut, wir können natürlich auch Kiwis im Winter kaufen oder sowas. Das ist natürlich aber trotzdem als Empfehlung, gerade darauf zu achten, vor allen Dingen, wenn man auch die Ernährungsform umstellt, zu schauen, was verändert sich eigentlich auch in meinem Körper, ne? Genau, oder auch auf sich selber hören, wenn man merkt, Ja. dass man sich irgendwie total schlapp fühlt, sich nicht konzentrieren kann oder vielleicht plötzlich zunimmt oder so, dann kann das auch mal mit Mikronährstoffmangel zusammenhängen, weil einfach dann manche Stoffwechselvorgänge nicht mehr optimal laufen können. Jetzt habe ich eine, die mir jetzt spontan kommt, eine Frage, weil du gerade Vitamin D angesprochen hast. Es gibt ja jetzt diese Tageslichtlampen, die so ein bisschen das Tageslicht simulieren. Haben die auch einen Effekt auf die Vitamin D-Produktion oder ist das zu künstlich noch das Licht? Ich habe mich da noch nicht so viel mit auseinandergesetzt, aber ich glaube ehrlich gesagt schon, dass es da welche gibt, die die richtige Wellenlänge oder die das richtige Licht dann haben. Also ich weiß, dass Solarien da nicht so gut geeignet sind, aber ich glaube, es gibt tatsächlich so Lampen. Aber ich bin mich jetzt nicht, da weiß ich Ja. nicht ganz genau, wie ich mich jetzt Ja, nee, es ist mir nur informiere. spontan gekommen. Ich habe mich jetzt auch nicht damit beschäftigt, aber ich fände es mal ganz spannend, wenn man vielleicht, weil das ist ja gerade auch, also ich habe mir selber gerade eine angelegt und ich kenne auch viele in meinem Umkreis, die sich so eine angelegt haben. Aber ich mache es eher einfach so fürs Gemüt und habe mich gerade gefragt, ob es auch auf biochemischer Ebene eben einen Effekt hat auf die Vitamin D-Produktion. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir das nochmal raus. Jetzt ist es so, wir sind jetzt, wie hatten wir vorhin schon gesagt, Ende Dezember. Oft ist ja so, Januar nehme ich mir was vor und dann gibt es ja auch häufig die Aktion, den ganzen Januar mal vegan probieren und vielleicht auch beibehlen. Was hast du für Tipps, wenn Menschen jetzt sagen, ich möchte es jetzt mal ab Januar versuchen? Worauf sollte man als, wenn man sich vorher, sag ich mal, vielleicht entweder vegetarisch oder eben auch mischköstlich ernährt hat, worauf sollte man achten, wenn man jetzt sagt, man fängt ab Januar an? Also es ist ja so, dass man zum Beispiel einen sehr, sehr großen Speicher für Vitamin B12 hat, sodass man sich eigentlich über die ganzen Nährstoffe, man sagt, man macht es jetzt wirklich nur mal einen Monat, dann muss man sich darüber erstmal gar nicht so große Sorgen machen, weil man hat ja noch diesen Speicher. Sodass man dann sich erstmal darauf fokussieren kann, okay, was schmeckt mir, was könnte ich vielleicht ersetzen? Welche Gerichte mag ich vielleicht, die ich vorher mit Fleisch gemacht habe und was könnte ich da vielleicht ergänzen oder wie kann ich das Fleisch dann ersetzen? Und ich finde, also ich selber benutze zum Beispiel diese ganzen Ersatzprodukte überhaupt nicht mehr, aber ich höre halt immer wieder und habe das auch am Anfang gemacht, dass die am Anfang eben schon extrem helfen können, weil die einfach auch vielen ja dann doch ganz gut schmecken. Gerade so dieser Burger-Ersatz zum Beispiel, da höre ich immer wieder, dass die alle sagen, ja, schmeckt ja genauso und sieht ja auch genauso aus irgendwie. Mehr selber schmecken die jetzt gar nicht so, aber ich finde es halt eigentlich eine gute Alternative. Und da gibt es ja, also es gibt ja auch immer wieder Unterschiede bei diesen Ersatzprodukten. Manche sind jetzt nicht unbedingt gesünder vielleicht. Die haben dann auch teilweise sehr viele Inhaltsstoffe drin, die man gar nicht so kennt. Aber es gibt eben auch viele, die sind schon gesünder. Die haben dann irgendwie Erbsenprotein drin oder so, ne? Also die haben dann einfach gesündere Proteinquellen und sind auch relativ natürlich von der Zusammensetzung. Da kann man ja auch einfach mal hinten drauf gucken, ob man die Zutaten kennt, die da drin sind. Wenn einem auffällt, dass die Liste so lang ist und man davon viele Sachen noch nie gehört hat, dann kann es sein, dass das vielleicht ein Produkt ist, was nicht ganz so gesund ist. Aber, ja, aber ich würde mir da jetzt auch nicht so einen Kopf machen und würde dann einfach erstmal so ein bisschen ausprobieren, gucken, was schmeckt mir, was schmeckt mir nicht. Und ich sehe halt bei allen, die das dann für eine längere Zeit machen, dass sie plötzlich Gerichte entdecken, die ihnen total gut schmecken und die sie vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Also die einfach ja ganz neue Geschmäcker mit sich bringen oder auch so sehr leckere Kombinationen, dass man da einfach nach und nach immer einfallsreicher wird. Und ich finde, das ja, motiviert ja auch, ne? Also
In Berlin hat man vielleicht noch den Vorteil, man hat hier eine sehr, sehr große Auswahl an veganen Restaurants, die ja jetzt auch eigentlich alle geöffnet haben, selbst im Lockdown, und könnte da eben sich einfach auch mal ein Gericht holen und gucken, wie einem das so schmeckt oder wie die das Klar. machen, was die für Zutaten verwenden und so. Und dann kann man das ja auch so ähnlich dann vielleicht mal nachmachen. Also das habe ich auch ganz viel gemacht, dass ich dann immer geguckt habe und dann das und das schmeckt mir. Es waren dann auch teilweise Zutaten, die ich mir vorher noch nie gekauft habe oder die man im Asiamarkt oder so bekommt. Und also ja, ich finde, dass man da eigentlich ganz viele Möglichkeiten oft neu entdeckt. Und was ich immer empfehlen kann, ist, wenn man jetzt ein Gericht zusammenstellt, dass man sich so ein bisschen Gedanken macht, dass man so aus allen Hauptgruppen sozusagen so Bestandteile hat, dass man zum Beispiel Gemüse kombiniert oder eben Salat zusammen mit irgendwas mit Vollkorn, mit Hülsenfrüchten, gesunden Samen und vielleicht noch Obst zum Nachtisch oder auch dazu, dass man so diese Sachen kombiniert und dann hat, da muss man sich noch nicht mal Gedanken machen über Eiweiß, über ob irgendwelche Nährstoffe fehlen oder so, dann hat man eigentlich eine sehr, sehr gute Kombination und auch geschmacklich ist es eben sehr lecker. Das Und klingt du jetzt sagst, so, klingt jetzt erstmal so aufwendig, aber eigentlich ist es das halt gar nicht. Also zum Beispiel Vollkorn könnte man sich einfach Vollkornnudeln kochen. Hülsenfrüchte kann man irgendwas mit Hummus oder in die Soße ein bisschen Hummus mit reingeben. Gemüse kann man auch einfach ein bisschen Rucola draufstreuen oder so. Ne? Also da, das gibt's ja, das hört sich manchmal immer so kompliziert an und dann ist es am Ende eigentlich total einfach. Und das kriegt man dann so nach und nach, finde ich, auch ganz gut mit. Und du sagst ja auch immer Regenbogenfarben, ne? Ja, genau. Das ist halt immer, Ja, also da, ja. ja, das war mir vorher auch. Ich habe vorher immer so ein, zwei Farben gekauft und irgendwie ganz viele andere Farben irgendwie so gut wie nie gekauft. Und das ist halt wirklich wichtig. Also wenn man einfach alle Farben des Regenbogens kauft, dann kriegt man darüber eben ganz unterschiedliche sekundäre Pflanzenstoffe, die halt alle irgendwie eine positive Wirkung auf den Körper haben. Wenn man halt sich auf nur ein, zwei Farben immer fokussiert und nur die kauft, dann ist es zwar auch gesund, aber man hat dann eben nicht den Vorteil von allen möglichen sekundären Pflanzenstoffen, die es so gibt. Und da gibt es ja unendlich viele und deshalb lohnt sich das auf jeden Fall. Also Ja. Regenbogen, dann im speziell Gemüse, Obst, ne, wenn ich das kaufe. Genau, Jetzt, da ja. zählt jetzt natürlich nicht als gelb die Weizennudel mit rein, sondern es Genau. geht wirklich so um Obst und Gemüse, ne, dass ich da eine Genau. breite Masse habe, über den Tag verteilt oder pro Mahlzeit. Es kann über den Tag verteilt, könnte sogar über die Woche verteilt sein, aber natürlich je häufiger, desto besser. Ja. Okay. Ja. Was bei mir so, man lernt ja dann auch ganz neue ja, Zutaten kennen. Ich beispielsweise bin noch mehr jetzt Kokosmilch-Fan geworden. Also jetzt gerade beim Kochen, jetzt, wenn man irgendwie was mit Nudeln oder mit Gemüse macht. Und dann, was ich total cool finde, vielleicht kannst du das teilen, ist so Erdnussmus. Wenn Ja. man den, wenn man, oder ich glaube, heißt es Erdnussmus? Ich glaube schon, ne? Wenn man Mhm. den so reinmacht, gibt es ja auch zuckerfrei. Das hat halt einfach nochmal einfach ein direktes Gewürz quasi gefühlt. Und Ja. gibt so vielen Sachen so den Geschmack, so gerade wenn es so darum geht, wirklich auch irgendwie was, eine vollwertige Mahlzeit zu kochen. Das dann mit, ja, wie du sagst, vielleicht mit Vollkornnudeln oder mit Reis zu kombinieren, da kann man echt recht schnell was machen, finde ich persönlich. Ja, das finde ich auch. Was ich auch jetzt so nach und nach dann gelernt hatte, ist, dass man auch verschiedene Geschmacksrichtungen sozusagen kombinieren sollte, um die Mahlzeit eben noch viel leckerer zu machen. Und was ich jetzt fast immer verwende, ist zum Beispiel Miso-Paste. Die bringt ja so diesen Umami-Geschmack noch mit rein. Und das ist eigentlich das, was wir auch so am Fleisch eigentlich mögen oder was generell so einfach ja, im Menschen so verankert ist. So dieses Umami, das hat man halt normalerweise in pflanzlichen Gerichten nicht so mit drin und das ist eigentlich ganz schön. Was ist Oder auch Umami? Kannst du es nochmal Umami, also erklären? das ist einfach ja eine nochmal Geschmacksrichtung zusätzlich zu bitter, süß, Okay. sauer und, ne, und das ist einfach so ein, ja, schmeckt halt total lecker, wenn man das noch kombiniert mit den anderen Geschmacksrichtungen. Wenn man ein ganz bisschen was Bitteres mit reinmacht, was eigentlich immer schon über Kräuter und Gewürze mit drin ist, dann halt irgendwas Saures, vielleicht ein Schuss Zitrone oder so. Süß kann auch einfach nur ein ganz bisschen Dattelsirup oder so sein.
Und einfach, wenn man eben alle Geschmacksrichtungen, ein bisschen was Salziges noch mit drin. Genau, und dann hat man einfach, also das habe ich jetzt neulich mal gemerkt, weil ich habe halt immer mehr darauf geachtet, dass ich wirklich dann von allem ein bisschen was mit rein tue. Dann einen kleinen Schuss Essig sauer, genau. Und das waren auch Sachen, die ich vorher nie beachtet habe. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass die Mahlzeiten viel besser schmecken einfach. Also das macht echt viel, ganz viel aus. Und auch gerade so für Soßen zum Beispiel. Ich finde immer, ein Gemüsegericht kann total langweilig schmecken, aber wenn man halt eine leckere Soße oder so ein Chutney oder so mit dabei hat, dann schmeckt das auf einmal so lecker. Also, oder auch wie du schon sagst, ne, mit Erdnussbutter oder Hummus mag ich halt auch Ja, total. Ja. total. Ja, Ja. mega cool, mega cool. Und hast du Tipps so für Bücher? Also zum einen hast du ja einen super, einen eigenen Blog, wo man natürlich auch Rezepte finden kann. Und hast du sonst noch Tipps so für Bücher, wenn man sagt, man möchte erstmal so nochmal die gesundheitlichen Vorteile für sich einmal mal so richtig verstehen? Ja, auf jeden Fall. Also das beste Buch überhaupt, finde ich, ist von Nico Rittenau, Vegan Klischee AD, weil das einfach so gut von der wissenschaftlichen Grundlage her erarbeitet wurde, dass einfach alles mit Studien belegt ist und man da einfach wirklich den, also ich finde mit Abstand wirklich den besten Überblick bekommt, auch über die Nährstoffe, die vielleicht kritisch sein könnten. Also es ist einfach echt super, das Buch. Und das gibt es inzwischen sogar auch als Hörbuch seit kurzem. Also das Ja, cool. kann man auch machen. Und dazu gibt es auch ein Kochbuch, das ist auch richtig gut, mit Sebastian Kopin, der halt Koch ist und richtig viel Erfahrung hat, auch Kurse gibt und so, auch Online-Kurse. Da kann man echt total viel lernen. Und da ist auch nochmal so ein theoretischer Teil mit drin von Nico Rittenau. Das kann ich auch total empfehlen. Und die haben jetzt ein neues Buch rausgebracht, ich glaube, Vegan Low Budget heißt das. Das heißt, da sind dann auch einfach nochmal. Also da sind halt immer die Gerichte sind halt so durchdacht, dass eben auch alle Nährstoffe irgendwie enthalten sind. Und dann hat man dann eben sogar noch mal sehr kostengünstige Gerichte, was ja auch immer viele sagen, naja, vegan ist mir aber viel zu teuer. Aber eigentlich ist es in dem Fall sogar viel billiger, gerade wenn man eben auch auf hochwertiges Fleisch dann verzichtet, ne, was ja eigentlich viel teurer ist. Genau, und sonst gibt's, es gibt so viele auch Foodblogger, von denen ich irgendwie Fan bin, wie Bianca Zapatka zum Beispiel, die auch echt total tolle Kochbücher rausgebracht hat, und einfach dann auch Lust hat, das mal nachzumachen und die dann ja vielleicht nicht alle immer so gesund sind wie die von Nico Rittenau und Sebastian Kopin, aber eben einfach Sehr lecker, ne? toll aussehen, ja, und lecker sind und echt eine super Alternative einfach sind, ja. Ja, das ist vielleicht eine ganz gute Variante dann auch. Es gibt ja, also ich weiß nicht, wie es dir ging, als du gewechselt bist auf vegan. Aber gerade wenn jetzt welche drüber nachdenken, sie möchten jetzt mal anfangen damit, vielleicht auch ab Anfang des Jahres, kann es ja sein, dass natürlich das Umfeld immer so ein bisschen reagiert, wie, was soll denn das jetzt, was bist du denn jetzt für eine oder so, ne? Also das haben wir, glaube ich, sowohl, ich schätze mal, dass du das auch erlebt hast, also ich habe das auf jeden Fall erlebt, dass so ein bisschen so man komisch beäugt wurde. Vielleicht ist es inzwischen schon ein bisschen besser geworden, weil es normaler geworden ist. Aber da ist dann natürlich so ein Buchtipp, wo ich dann vielleicht selber mal jemandem anderes was koche, was total nett und lecker aussieht, eben total cool, weil ich damit vielleicht dann andere auch mal überzeugen kann, vielleicht auch mal eine Mahlzeit auszutauschen, ne? Das stimmt, ja. Also, wenn man denen vorher gar nicht sagt, dass es vegan ist und die Ja, dann genau. auch total erstaunt sind, Ja. so, hey, nee, das kann doch gar nicht sein. Also, Ja. ja, Ja. das finde ich auch immer ganz sicher. Also, Ja. man kann ja eigentlich fast jedes Gericht vegan genauso lecker Ja. hinbekommen. Also, Absolut. Wir haben ja. jetzt Plätzchen gebacken, weil es ja jetzt, wir nehmen ja den Podcast, wie gesagt, Ende Dezember auf. Wir haben jetzt so auch natürlich ich mit den Kids Plätzchen gebacken und es gibt einfach so viele richtig coole Plätzchenrezepte, die, also es hat, die schmecken wie jedes andere Plätzchen auch. Ob da muss man eben nicht Butter und Ei, ist nicht notwendig. Es kann Ja. trotzdem genauso gut schmecken. Natürlich ist da Zucker drin und die sind jetzt auch nicht das so, dass man sich den ganzen Tag von Plätzchen ernähren kann, bloß weil sie vegan sind. Ja. Aber der Geschmack ist absolut identisch. Und das finde ich auch, wenn man da so immer mehr ausprobiert, auch da gab es meinerseits Skeptik, so vor ein paar Jahren noch, so funktioniert das denn alles? Auf was muss ich alles verzichten? Aber wenn man sich so ein bisschen in diese Welt eintaucht, merkt man eigentlich, dass so ziemlich fast jedes Rezept austauschbar ist, ne? Ja, das finde ich auch. Ja.
Das stimmt. Ja, ja. Jetzt hatten wir kurz mal so angerissen. Wie gehen wir denn, also welche, die jetzt total enthusiastisch sind und sagen, sie wollen jetzt wirklich das mal ausprobieren, sich damit auch beschäftigt, haben vielleicht auch manchmal, das kommt ja bei vielen auch so dieser ethische Gedanke, dass sie es einfach nicht mehr für sich mit den Werten vereinbaren können und sagen, ich hätte zwar noch Bock auf Fleisch, geschmacklich, aber ich kann es einfach nicht mehr vertreten, auch ökologisch nicht mehr vertreten. Und dann fangen die voller Enthusiasmus an und dann gibt es natürlich das Umfeld, was so ein bisschen schief guckt oder äugelt oder auch die Familie, vielleicht auch die Oma oder die Eltern, die natürlich aus einer anderen Generation noch kommen und die dann Sprüche bringen und Mensch, du musst doch dein Fleisch essen und so weiter. Und das kann natürlich je nach Persönlichkeitstyp dazu führen, dass man eher doch wieder fragend sich selber gegenüber ist, so mache ich das jetzt richtig oder nicht? Oder eben noch mal mehr auch vielleicht in eine Diskussion kommt und damit ja auch unnötig vielleicht so zwischenmenschlich ja, Herausforderungen bekommt, die man eigentlich gar nicht will, aber weil man so überzeugt ist. Hast du Tipps, wie man dann mit Freunden, mit der Familie, was man so ein bisschen präventiv machen kann, damit man da einfach gelassener auch mit dem Umfeld umgehen kann? Ja, also bei mir war es so, ich habe es zum Beispiel ganz lange kaum jemandem erzählt. Ich habe halt nur zu Hause mich vegan ernährt und dann unterwegs oder wenn ich irgendwo eingeladen war, habe ich das dann kurz mal ausgeblendet, einfach um diese Diskussion zu vermeiden, weil ich da einfach keine Lust drauf hatte. Und inzwischen ist es halt so, viele wissen es jetzt einfach und berücksichtigen das dann auch, aber es ist schwierig. Also so pauschal kann ich auch gar nicht so richtig empfehlen. Was ich halt vermeiden würde, ist halt so dieses, ja, ihr ernährt euch aber falsch und ich mache es richtig oder ich bin die Tolle, ich achte auf die Umwelt, ich achte auf die Tiere und so weiter und ihr macht es alle falsch, weil man hat es jahrelang selber so gemacht und das darf man halt nie vergessen, weil man wusste es ja auch selber lange nicht. Ich wusste auch nicht, dass die Kühe ihren Kälbchen hinterher weinen, weil sie ihnen weggerissen werden, nur damit sie für uns Milch produzieren können. Das war mir halt lange nicht bewusst. Ich dachte, es ist doch ganz natürlich, dass Kühe Milch geben und dann können wir die doch auch trinken. Aber ist es halt nicht. Und ich glaube, das muss man eben ganz vorsichtig den Leuten irgendwie vermitteln, aber ohne jetzt irgendwie aggressiv rüberzukommen oder ohne den Vorwürfe zu machen, dass sie sich irgendwie falsch ernähren oder dass sie Fehler machen. Und ich glaube, wenn man da so im ganz freundlichen Gespräch oder so, das einfach nach und nach vermittelt oder erzählt, was man vielleicht für eine Reportage gesehen hat oder so. Und dann wissen die das ja teilweise auch gar nicht und sind dann auch interessiert. Also das habe ich auch oft erlebt, dass ich auch so Freunde hatte, die halt wirklich extreme Tierfreunde waren, die halt Haustiere haben, die alles für ihre Haustiere machen, die ins Tierheim fahren, irgendwelche Tiere aufnehmen, weil sie so ein Mitleid haben oder so, ne? Und die aber trotzdem auf der anderen Seite dann Fleisch und Milchprodukte konsumieren und denen war das einfach auch nicht bewusst und die fanden es auch echt total spannend, was ich denen dann so einfach vermittelt habe und denen auch Reportagen empfohlen habe, die sie sich einfach mal angucken können, wenn sie Lust haben, ne? Und dann, dass ich auch da gibt es ja auf Netflix auch viel, was man sich angucken kann. Und, ja, und dann sind auch die Leute wirklich schockiert und sagen, Gott, warum wussten wir das nicht? Aber und viele denken dann natürlich trotzdem immer noch, naja, aber wir müssen es ja essen, weil wir brauchen ja das Kalzium und wir brauchen ja das Eisen und so. Und das ist halt auch einfach ganz lange auch von der Industrie einfach vermittelt worden und es ist halt nicht so richtig. Also wir haben zum Beispiel in dunkelgrünem Blattgemüse viel mehr Kalzium als in Milch. Und das ist halt vielen einfach nicht bewusst. Finde ich total wichtig, weil ich kann mich bei mir noch erinnern, ich war dann auch so, ich habe die Erkenntnis jetzt, ich habe jetzt gerafft, was viel besser ist für die Welt, wenn ich mich nämlich vegan ernähre. Und ich war dann auch so ein bisschen anfänglich, glaube ich, auf diesem Bekehr. Weg und wollte so, hier, ich kläre jetzt alle auf und ich habe es jetzt so. Und das ist, kann ich auch nur bestätigen, es ist der falsche Weg. Also zumindest für mich, also ihr könnt es ja gerne alle ausprobieren, aber weil die Leute fühlen sich dann selber schlecht, weil sie das Gefühl haben, sie haben was falsch gemacht. Und häufig ist es natürlich auch so, dass sie das über Jahre falsch gemacht haben. Das heißt, sie hinterfragen Jahre ihrer eigenen Persönlichkeit. Und deswegen ist mein Tipp auch, genauso wie du sagst, ist so ein bisschen suggestiv, einfach nur sagen, dass man das jetzt so macht, man probiert das mal aus, man hat sich da so ein bisschen belesen und dann gucken, ob Fragen kommen und nicht.
Also nicht den Menschen eine Kassette reindrücken und alles erzählen, was man jetzt gelernt hat, sondern eher gucken, dass, wenn es Fragen kommen, dass man dann gut antwortet und eher eben gucken, dass man die Offenheit gestaltet, nicht durch zu viel Druck, den wir selber reingeben, sondern dass eine Neugier entsteht, was man dann da jetzt macht. Und Ja. ich glaube, das ist eher der Weg dann auch wirklich, dass die Menschen sich nicht persönlich angegriffen fühlen, auch wenn man es gar nicht so meint und auch das nett sagt, aber trotzdem zweifelt man an sich selber und fühlt sich angegriffen in dem Moment, wenn man das Gefühl hat, der andere weiß es jetzt besser, in welcher Form auch immer man das ausdrückt. Und total wichtig. Und ja, das kann ich auch nur so bestätigen, dass es einfach ganz wichtig ist für das Miteinander, eher eben so ein bisschen suggestiv daran zu gehen. Ja. Ja, auf Ja. jeden Fall. Ja. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Könntest du dir noch mal vorstellen, auf Fleisch zu wechseln? Nee, also Fleisch gar nicht. Also ich weiß ja auch nicht. Für mich ist es inzwischen schon so, dass wenn ich halt Fleisch sehe, ich sehe einfach das Tier dahinter. Und das ist, glaube ich, für mich der Grund, warum ich es nicht könnte. Ich finde es nicht schlimm, wenn ich mit anderen am Tisch sitze, die essen Fleisch. Das ist für mich okay, weil für die ist es halt ein anderes Gefühl. Und ich mache denen dann auch keinen Vorwurf und akzeptiere das einfach so, weil sie akzeptieren ja auch, wie ich mich ernähre. Und das ist dann einfach so für mich. Aber ich könnte es einfach nicht, weil ich, ja, also ich glaube, für mich ist es so, wenn mir jemand ein Gericht mit dem Fleisch servieren würde, dann wäre es so wie für einen Fleischesser, wenn da seine eigene Katze auf dem Teller liegt oder so. Und das würde der ja auch nicht essen. Aber nur weil es ein Fleisch ist, Fleisch von irgendeinem Schwein ist, was er nicht kannte, dann ist es demjenigen egal. Aber für mich ist es halt einfach ein Tier, was da liegt. Also eigentlich eine Leiche. Und die könnte ich einfach nicht essen. Ja. Wie wäre das bei dir? Wahrscheinlich auch so, oder? Seit vielen Jahren auf jeden Fall so. Ich weiß noch, wo ich gewechselt bin auf vegetarisch, von Mischköstler quasi auf vegetarisch. Da war ich schon am Anfang so, wenn es irgendwo nach angebrannten oder nach so gebratenem Schinken oder so gerochen hat, dass ich am Anfang dachte, boah, so. Und aber das hat sich nach einem halben Jahr gelegt. Also nach einem halben Jahr fand ich das überhaupt, wollte ich das überhaupt nicht mehr, und der Schritt zu bei vegan war das gar keine Diskussion mehr. Also ich könnte das auch nicht mehr. Und ich habe auch, wie du anfangs ja auch gesagt hast, dieses so zu Weihnachten mal eine Ente essen oder so, das war bei uns, ich komme aus einer Familie, wo wir, meine Großeltern hatten, oder auch also beide Großeltern hatten immer einen riesen Bauernhof, wir hatten immer unendlich viele Enten, Gänse und alles. Es war immer, also nicht nur an Weihnachten, sondern oft einfach zu Familienbesuchen gab es immer ein oder zwei Enten, je nach Größe des Tisches. Und das war immer so das Event. So. Und das war auch, und das war am Anfang, wo ich dachte, oh Gott, schaffe ich das, darauf zu verzichten? Und ich weiß noch, wie ich die ersten Male auch mitgegessen habe, und das war auch okay, aber irgendwann, jetzt könnte ich es nicht mehr. Es geht mir ähnlich wie dir. Ich sehe da eben nicht mehr das Leben, also das Lebensmittel ist sowieso ein bisschen missverständlicher Begriff so dafür. Ich sehe da wirklich zu viel, bei mir gehen da zu viel Gedanken dann an, und ich kann das auch nicht mehr. Nee. Ja, Also. aber mir war auch lange so, dass ich dachte, auf Käse werde ich niemals verzichten können und da werde ich auch immer wieder Ausnahmen machen. Und das ist inzwischen sogar auch nicht mehr so. Ich habe jetzt auch gelesen, es gibt tatsächlich auch Stoffe im Käse, die quasi süchtig machen. Und wenn wir die eben regelmäßig essen, dann haben wir halt immer wieder das Verlangen nach Käse. Und je länger man eben dann keinen Käse isst, genauso wie bei Zucker oder so, hat man dann auch einfach das Verlangen gar nicht mehr. Also das fand ich auch ganz Spannend. spannend. Ja. Und sind diese Süchtemacht-Substanzen, sind die auch in dem Ersatzkäse drin? Nee, die Nee. sind ja im Käse, genau. Das sind Also. einfach wirklich aus der Milch dann heraus wohl irgendwelche, ich habe auch vergessen, wie die heißen, aber die halt richtig so ja, tierische. Spannend. Spannend, ja. Gut, Käse habe ich noch nie gemocht, von daher war das bei mir keine Schwierigkeit. Aber ja, spannend, sehr, sehr spannend. Ja, ich dank dir, Antje, sehr. Ich hoffe wirklich, dass es so ein bisschen noch wieder Impuls auch gibt, nachzudenken, vielleicht auch einfach informativer daran zu gehen. Ich danke dir sehr, dass du die Zeit genommen hast, nochmal dabei zu sein. Ich weiß, deine Zeit ist sehr kostbar, gerade in der aktuellen Zeit, wenn man so zum Thema Gesundheit sowieso viel unterwegs ist. Und ja, hoffe, euch hat diese Folge ja einen neuen Impuls gegeben, nochmal darüber nachzudenken oder auch, wie ihr vielleicht mit der Familie, mit dem Umkreis umgehen könnt.
Und freue mich, wenn ihr wie immer die Folge gern teilt, wenn sie euch gefallen hat, oder wenn was auch immer ihr damit macht. Wir hoffen einfach, dass ihr euch gut getan habt. Wir sagen Danke und wünschen euch einen schönen Start ins neue Jahr, wahrscheinlich dann bald, und sagen Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.